Meine sehr geehrten Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Eterna. Wir haben in der letzten Folge das Versteck der Untoten gefunden und haben herausgefunden, dass sie Tunnel unter Walingen gegraben haben, um diese Stadt von unten anzugreifen. Und wir werden das natürlich verhindern und hier kommen wir in die erste Schleichpassage, die tatsächlich komplett freiwillig ist. Ihr werdet gleich sehen, warum. Wir könnten uns jetzt hier überall durchsneaken. Könnten aber auch in den offenen Kampf übergehen. Das bleibt komplett uns überlassen. Sowas finde ich immer ganz nett, wenn man die Wahl hat. Ich selbst werde jetzt das hier einfach als Beispiel... als Beispiel werde ich die jetzt töten. Aber den restlichen Part werde ich durchsneaken, weil es erstens verdammt einfach ist. Und zweitens, mein Gott, auf die EP kann ich auch mal kacken. So. Abgeschlossen. Wir brauchen einen Schlüssel. Den holen wir uns auch ganz geschwind. Zack. Also solange sie einen nicht direkt angucken, hat man echt gar keine Probleme. Zack, 20 Mark und der Kupferschlüssel. So. Ich weiß auch, dass es hier eine Schatzkammer gab. Das sind die einzigen, die offen auf einen zurennen. Hey. Heilkraut abgesnackt und wieder weg. Und dann einmal nach unten und... Ja, okay, dann machen wir die halt auch noch kalt. Hätte ich nicht gedacht, dass er alle einfach angreift. Aber gut, wenn ihr es so machen wollt, habe ich nichts gegen. Das spart mir eine Menge Zauberpunkte. Erledigt. So, hier. Über dem Schloss steht Lagerraum. Hat man da doch noch einen Schlüssel gebraucht? Hier ist schon rum. Moment, jetzt muss ich überlegen. Wo war denn der Schlüssel dafür? Wo war der Schlüssel dafür? Na egal. Dann gibt's halt mal keinen Schatz. Ihr kommt zu spät. Noch sind deine klapprigen Gesellen nicht hier. Aber ihr könnt nicht mehr verhindern, dass sie kommen. Warum? Warum macht ihr das? Wie könnt ihr die Toten schänden und sie auf die Lebenden hetzen? Wie können Menschen so tief sinken? Genug geredet. Ja, ist ja kein Problem. Das sind für mich keine Gegner. Überreste, Überreste, noch mehr Überreste. Ich habe nicht damit gerechnet, dass diese Kerle so gute Baumeister sind. Den Durchgang bringen wir nicht zum Einsturz. Versperren können wir ihn aber auch nicht. Ihr könnt euch ja todesmutig ins Loch stürzen und durch die Untoten kämpfen. Nein, danke. Ich habe heute schon genug Heldendaten vollbracht. Ihr klingt so, als ob ihr schon mit dem Leben abgeschlossen hättet. Noch lange nicht. Alleine können wir die Untoten aber nicht aufhalten. Lasst uns umkehren. Speichern. Geschafft. Oder auch nicht. Oh.
Kennen wir den nicht? Nein, der Zauberer aus dem Tunnel war mindestens eine Elle größer. Hallo. Seitlich. Ja, das ist Mikro-USB. Noch nicht. So, wieder da. Da gab es kurz eine Unterbrechung. Nein, der Zauber aus dem Tunnel war mindestens eine Elle größer. Aber sei trotzdem vorsichtig, wer weiß, was er kann. Wann war ich denn jemals unvorsichtig? Wie war das mit dem Draufhauen, bis es tot ist? Hat doch damals geklappt. Argumentieren kann er. Das Skelett machen wir mit ein paar Auto-Hits fertig. Boah, die Musik ist derbe laut. Das ist wieder typische RPG-Maker-Musik, die kein bisschen abgemixt ist. Moment. Sag, das ist schon besser für meine Ohren. Im Lautstärke-Remixer habe ich 3 von 100% stehen. Dann machen wir gezielter Hieb, Eishammer und... durchbohrender Speer. Nein, sie kann nicht mehr zaubern. Haben wir da was gegen? Hebt Verätzung auf. Nö. Dann hau mal ordentlich drauf. Zauberkraut. Angriff. Zauberkraut. Bei ihm geht's noch. Bei ihr geht's. Warte mal, Bann? Ist Bann nicht normalerweise Anti-Zauber? Oder ist das nur geschwächt? Ach, mir ist es wurscht. Solange ich ordentlich auf die Fresse hauen kann. Aber ich glaube tatsächlich, ich finde es ganz interessant, dass man jetzt halt auch so Sachen wie physischen Schaden und so haben und magischen Schaden. Ich meine nämlich noch, dass ich damals in der Originalversion beim Endboss gemeint habe, dass mir da viel zu wenig drauf geachtet wurde. Achso, warte. Du haust einfach drauf. Du nimmst ein Zauberkraut und du haust auch mit drauf. So, das Skelett mit Auto-Hits wegbomben. Oh, arme Lena. Heil dich einfach mal. Ja, ich glaube, der fällt gleich um. Nice! Auf Kommando! Überreste 3! Seid ihr unversehrt? Mehr oder weniger. Dem Schöpfer sei Dank. Dem haben wir das nicht zu verdanken. Musst du immer so respektlos sein? So bin ich eben. Aber wie dem auch sei. Es wird Zeit, ein paar Schädel zu spalten. Überlass die restlichen Untoten uns und ruht euch aus. Ihr habt für heute genug getan. Wir werden mit denen schon fertig. Wie ihr wollt. Bevor ihr euch zur Ruhe begebt, möchte ich euch bitten, mit mir zur Kirche zu kommen. Ich muss etwas mit euch besprechen. Ich fürchte, dass die Gefahr noch lange nicht gebannt ist. Solange wir nicht wissen, wie die Untoten entstehen und wer dafür verantwortlich ist, wird sich diese Plage immer weiter ausbreiten. Um ihr Herr zu werden, brauchen wir viele wachsame Augen. Mehr als wir haben. Hauptmann Harduin hat mir zwar versichert, dass er ein Drittel seiner Gardisten nach Walingen schickt, doch sie alleine werden nicht reichen. Ich möchte, dass ihr nach Mondfels geht und unserer Königin vor allem berichtet, was ihr erlebt habt. Also von allem. Ich werde euch ein Schreiben für Ihre Majestät mitgeben. Ihre Majestät wird das Schreiben erhalten, das verspreche ich. Wir werden sofort bei Sonnenaufgang aufbrechen.
Und ich komme mit euch. Aber warum? Du gehörst weder der Garde noch dem Orden an. Ich wollte Mondfels schon immer mal sehen. Nein. Ich suche jemanden und ich war noch nicht auf Mondfels. Wir haben einfach das gleiche Ziel. Oder wollt ihr beiden lieber unter euch bleiben? Nein, warum sollten wir? Etwas Gesellschaft kann nie schaden, vor allem nicht die einer Kriegerin. Vitara hat sich persönlich auch ein bisschen verändert. Sie ist mehr so... Ja, so auf Witz und Sprüche aus. Also jetzt nicht so schlimm wie Erik, aber doch schon ein bisschen mehr als früher. Früher war sie einfach nur ziemlich ernst. Ja. Boah, da bin ich mal gespannt. Es kommen ja echt noch einige Personen vor und ich bin mal gespannt, was mit denen dann so abgeht. So, als erstes brauche ich einen Shop. Verkaufen. Überreste. Und Überreste 3. Wow, 30 Mark. Nein, ich sag's nicht. Genau, dann holen wir noch ein bisschen. Oh, Stahlkoppen. Holen wir noch ein bisschen Zauberkraut nach. Nee, nicht so viel. Ja, machen wir mal 9, dass wir 10 haben. Stärkungstrank, bla bla bla. Dietrich haben wir 2 Stück. Ich denke, die reichen auch erstmal. Mich hätte jetzt noch interessiert, aber ich schätze mal, da kann man auch nicht mehr rein. Ja, das dachte ich mir. Ich weiß nicht mehr, wo der Schlüssel für die Schatzkammer lag. Okay, da hat sich gar nichts geändert. Einmal abspeichern. Und dann auf nach Mondfels. Und auf dem Weg dorthin treffen wir auch auf unseren ersten optionalen Dungeon. Der ist nämlich hier. Und der ist eigentlich ganz cool. Der hat 3 verschiedene Bereiche. In allen 3 muss man ein Kügelchen sammeln. Und diese 3 Kügelchen muss man dann hier einsetzen. Und dann bekommt man den großen Schatz. So, das ist Nummer 1. Hier geht es viel um Spinnen. Ich glaube, das verraten die Spinnenweben. Und ja, das war scheiße groß hier. Hallo! Ja, kommt. Ballert mal ordentlich durch hier. Wehe, das ist ein Zustand, der nach dem Kampf bleibt. Dann werde ich sauer. Gott sei Dank. das hätte ich jetzt definitiv nicht gebraucht. Ist es eigentlich EP-stufentechnisch? Ah, es geht. Also wir werden hier definitiv noch ein Level-Up mit einfahren. Schwachen Heiltrank. Ja, komm mal der. Erledigt. Auch erledigt. So, nehmen wir dich noch mit. Na komm. Nimm's. So. Dann geht's ja nur noch nach oben, wenn ich mich richtig... Oh, Speicherpunkt. Das verrät schon alles.
Ja, dann habe ich, denke ich, hier auch alles gesehen. Also von dem Teil der Höhle. Ballern wir die noch weg. Das Verätzen nervt tatsächlich ein bisschen. Schade, ist nicht mit Heilung. Das wäre schön gewesen. So, wir haben ja den großen Vorteil in Eterna. Das ist ja ein großer Aspekt, den Eterna ausmacht. Dass die Monster hier nicht respawnen. Oh, hier haben wir noch was. 25 Mark. Okay. Kümmern wir uns um die auch noch. Ah, Moment. Wie gesagt, wir haben den großen Vorteil in Eterna, dass die Monster nie respawnen. Man kann jedes Monster nur einmal töten, was halt gerade in Sachen Leveling extremst ein extremst wichtiger Aspekt ist. Also man kann sich hier nichts zusammen farmen. Entweder man nimmt einen Großteil mit oder man wird später Probleme haben. So. Und ich werde jetzt erstmal kurz eine Runde pennen gehen. Werde mein Getränk aufmachen. Und dann starten wir jetzt vollgeheilt wieder in die Höhle. Nehmen noch die zwei Spinnen mit. Gehen dann straight zum Boss dieses Höhlenbereiches. Und dann dürften wir auch schon unseren Level-Up eingefahren haben. Genau, hier wart ihr zwei. Dann böllert mal durch. Erledigt. Vor allem, wir sammeln schön Überreste. Das mit den Überresten finde ich okay. Wie Sorata schon gesagt hat, ist es ein bisschen schade, dass die nur Überreste heißen, statt jetzt halt getrennt Spinnenbein oder sowas. Aber es ist ein schönes Feature, um extra Geld zu kriegen, weil Geld war tatsächlich ein Problem im Original. Also da bist du wirklich nur gut durchgekommen, wenn du jedes Detail vom Spiel gekannt hast. Ah, wir haben jetzt schon unser Level up. Sehr schön. Es gab auch hier, Kollege! Let's Play Retro. Der Eterna zwischendurch, wenn ich es richtig verstanden hatte, glaube ich mal abgebrochen hatte. War das... Ich habe mich jetzt nicht allzu sehr damit beschäftigt, aber ich glaube, das war bevor die Aufnahme überhaupt rausgekommen ist. Fertig gespielt haben, hat das dann trotzdem. Aber zwischendurch hat das abgebrochen gehabt. Nur weiß ich nicht, woran es lag. Ob es an den übermäßigen, extremst gleichbleibenden Rätseln lag oder an den Kämpfen. Ich weiß es nicht. Müsste ich nochmal reingucken irgendwann. Machen wir hier zack, zack. Ja. Komm. Hier noch den Erik ein bisschen. Zauberkraut. Der Rest machen wir ein bisschen mit dem Heilkraut. So. Gut. Wo bleibst du, Vitara? Vitara. Ich kann mich nicht entscheiden. Mein Speer hat sich in einem Netz verfangen. Ah!
Plupp. Ich weiß nicht so recht. Ich glaube, das ist nicht unbedingt der beste Ort, um sie schlafen zu legen. Das ist nicht lustig. Lass dir lieber was einfallen, sonst schlafe ich gleich für immer. Bin schon dabei. Spielt sie gerade den Köter? Sowas in der Art. Hilft mir endlich aus diesem Netz. Was glaubt ihr, wie groß war die Spinne, die dieses Netz gebaut hat? Das will ich eigentlich gar nicht wissen. Du wirst es aber gleich erfahren. Da ist es schon. Du bist wirklich ein erstklassiger Köder, Lena. Soll ich mich jetzt geschmeichelt fühlen? Ja. Warum nicht? Ja. Ich würde sagen, die Kleinen erstmal wegbomben. Erik ist blind, der darf schon mal anfangen, seine Techniken zu benutzen. Sehr schön. Aua. Schauen wir mal, Feuerklinge, Eishammer, durchbohrender Speer. Okay, Eishammer ist nicht so effektiv. Heil dich mal. Der haut gut rein, muss ich sagen. Eine Verätzung nach der anderen. Wie fies. Das wäre es jetzt fast gewesen. Warum geht denn nur auf Lena? Hallo? Feuerklinge. Hier, du kannst mal das Ding verwenden. Und du nimmst Zauberkraut. Ich glaube, die Bosse sind schwerer geworden. Aber das gefällt mir. Aua! Yes! 48 EP. So, Kügelchen. Alles klar, dann war das mal der erste Teil vom optionalen Dungeon. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge von Eterna, euer Daniel. Adios.